Einen wunderschönen vierten Adventssonntag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber Weihnachtsstimmung will ja bei dem Wetter nicht richtig aufkommen. Dachte ich mir zumindest. Ich habe mich vergangene Woche mit jemandem unterhalten, habe gesagt, ich bin wieder überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Und dann habe ich abends darüber nachgedacht und eigentlich bin ich schon richtig in Weihnachtsstimmung. Mhm. Wie geht's dir? Also ich habe die Tage gedacht, wo es den ersten Schnee hatte, habe ich mich tierisch gefreut. Jetzt Schnee und endlich wird Weihnachten, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass das Wetter nicht dazu passt. Und dann war der Schnee wieder ganz schnell wieder geschmolzen. Und ich dachte, schade, hätte noch ein bisschen liegen bleiben können. Und habe gehört, dass es an Weihnachten warm werden soll draußen. Aber ich glaube, so langsam komme ich einfach auch in diese Weihnachtsstimmung, weil man auch weiß, dass es nahe das Weihnachtsfest. Und du hast mir angesteckt ja mit deinen Weihnachtsliedern von Detlef Jöcker, die ich einen Abend lang jetzt mal gehört habe, die mich dann auch endgültig in diese Weihnachtsstimmung gebracht haben. Und dass ich jetzt auch innerlich immer mehr, je näher das Fest jetzt rückt, auch in diese schöne Stimmung hineinkomme. Du hast mich auch angesteckt. Ich habe jetzt so ein bisschen über die O-Antiphonen nachgedacht und meditiert. Du hast natürlich was mitgebracht, weil du wusstest, dass, also er wusste natürlich, dass wir darüber sprechen werden. Ja. Kannst du für unsere Zuschauer nochmal erklären, was es mit diesen O-Antiphonen ab dem 17. Dezember auf sich hat? Die O-Antiphonen werden gesungen. Eben in den letzten 7 Tagen vor dem Weihnachtsfest, immer in der Vesper wird es angestimmt und sie beginnt immer mit einem O, deshalb dieses O-Antiphon. Und es besingt eigentlich in verschiedenen Art und Weise und mit verschiedenen Themen dann auch wirklich diesen Christus, der da kommt. Es heißt am Anfang O Sapientia am 17. O Weisheit oder O Adonai, Herr und Führer oder O Spross aus Isais Wurzel. Also es geht immer um sozusagen Titel oder Bezeichnungen, die wir Christus zueignen. Und dieses O, dieses, wir kennen es ja auch manchmal, sagen wir, O, also wenn man staunt, dann sagt man ja dieses O. Mhm. Also es geht um dieses Staunen, um in dieses Hineinzukommen, in dieses Geheimnis, das da zu uns kommt. Und die letzte O-Antiphone? Die letzte O-Antiphone. O-Antiphon am 23. Dezember, O Emanuel Rex et Legifer Noster, also O Emanuel, unser König und Lehrer, und heißt dann weiter, du Hoffnung und Heiland der Völker. Also da wird es immer ganz, ganz dicht, er ist der, auf den wir alle unsere Hoffnung setzen, er ist der eigentliche König des Himmels und der Erde, er ist der, der eigentlich mein Herz regieren soll und immer mehr in Liebe und Frieden umwandeln möchte. Jetzt ist es ja in diesem Jahr so, dass der 23. Dezember auch der vierte Adventssonntag ist. Und dann singt ihr ja in der Früh wieder den Introitus. Genau. Und das passt ja in diesem Jahr, also weil es am 23. Dezember ist, das passt ja wahnsinnig gut zusammen, oder? Auf jeden Fall, weil der Introitus zum vierten Adventssonntag, der beginnt mit Rorate Coeli Decuper, also tauet ihr Himmel von oben, dass Christus wie der Morgentau hinabkommt, wie dieser feine, sanfte Glanz, der dann auf den Feldern und Wiesen ist. Und es tue sich auf die Erde und lasse sprießen den Heiland. Also Himmel vom Himmel und aus der Erde heraus. Himmel und Erde sehnen sich danach, dass dieser Christus kommt und dieser Gott zu uns Menschen kommt und als Mensch unter uns Menschen ist. Und dieser sanfte Morgentau, wenn man ihn manchmal beobachtet im Herbst und Winter, wie er auf den Feldern liegt, das hat ja was ganz Sanftes, was ganz Feines, was ganz Glitzerndes auch. Und ich glaube, so ist es auch mit diesem Gottessohn, der da kommt, dass es etwas ganz Feines, auch Stilles, in der Nacht geschieht die Geburt, nichts Lautes, nichts, der kommt nicht wie ein Herrscher, so, hier bin ich, ja, sondern eher jemand, der wirklich ganz sanft und leise zu uns kommt und dann in uns Menschen auch erhört und ja, erlauscht werden möchte. Vielleicht ist genau das der Punkt, auf den wir warten, wo wir die ganze Zeit warten, Mensch, diese Stimmung muss doch kommen, dieses Weihnachtsgefühl muss doch kommen, aber das ist eigentlich was völlig unterschwellig kommen kann. Vielleicht gibt es auch irgendwie unterschiedliche Zeitpunkte für jeden, dass der realisiert, Mensch, jetzt ist für mich Weihnachten. Genau, also es hat so zwei Punkte, die mir immer wichtig sind zu sagen, also Weihnachten kommt und am 24.12. am Nachmittag, am Abend ist Weihnachten, egal wie aufgeräumt es ist, egal ob ich meine Post zu Ende geschrieben habe, egal ob ich alles fertig gebacken und gekocht habe, dann ist einfach Weihnachten. Und das andere ist so, ich kann eine Weihnachtsstimmung auch nicht machen. Und wenn ich am 24. noch nicht in Weihnachtsstimmung bin, dann ist das so. Ja? Und vielleicht kommt es erst am 25. und andere sind schon am 18. in Weihnachtsstimmung.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich einfach. Und ich glaube, es ist so, dass es eher wirklich leise oder vielleicht auch dieses Unterschwellige ist, was in allem Stress, Hektik, auch vielleicht Sorgen und Ängsten einfach mitlaufen darf. Wie so ein Fluss, der im Untergrund läuft, der Hoffnung und dass da jemand kommt, der mir Stärke, Kraft und Hoffnung ist. Wie ist denn das für dich? Hast du einen bestimmten Punkt, wo du denkst, jetzt ist Weihnachten, oder kommt das auch so unterschwellig den Tag über? Es kündigt sich so ein bisschen an, aber natürlich gibt es für mich so einen Punkt, das ist, wir feiern am Nachmittag die erste Vesper von Weihnachten und wenn wir dann aus der Kirche ausziehen, ist es schon dunkel geworden und dann brennt in unserem Kreuzgarten der Weihnachtsbaum in der Mitte. Und wenn wir raus sind aus der Kirche, sehen wir ihn also. Und der ganze Kreuzgang ist mit Kerzen erhellt und erleuchtet. In den Fenstern stehen dann die Kerzen, die dann während der Vesper jemand angezündet hat. Und das hat dann eine ganz heimliche, warme Atmosphäre. Und dann weiß ich so für mich so, ja, jetzt ist Weihnachten geworden. Das klingt schön. Das hat auch was, so was Wärmendes einfach auch. Wir haben ja anschließend die Feier in der Gemeinschaft, wo wir uns Zeit nehmen, 2-3 Stunden lang miteinander feiern, singen, essen miteinander. Und nach dem Essen gibt es Kaffee und Plätzchen. Und da werden auch Lieder gesungen. Und als Abschluss wird Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und dann stehen wir alle auf und dann wünschen wir uns frohe Weihnachten. Also das ist auch für uns so der Punkt, wo wir in der Gemeinschaft uns dann Weihnachten wünschen, weil mit diesem Lied dann auch wirklich Weihnachten geworden ist. Sind die Rituale eigentlich wichtig? Ganz wichtig. Also weil Rituale, die sich immer wiederholen, die geben auch eine gewisse Stabilität. Ich weiß, die kommen immer wieder, die wiederholen sich und sie verankern mich auch neu in dem, was mir in meiner Seele, in meinem Glauben einfach wichtig ist und führen mich da wieder hinein und wirken dann zurück auf meine Seele und geben mir da eigentlich auch einen neuen Halt. Und damit aber auch eine Identität. Also ich vergewissere mich, wer ich eigentlich bin an Weihnachten. Ich bin ein Christ in der Kirche, ich jetzt in der katholischen Kirche, andere in der evangelischen Kirche, in einer anderen Kirche und ich bin einfach Gottes geliebter Sohn, ich bin getauft, ich bin gefirmt und gehöre zu dieser Gemeinschaft der Menschen, die an Christus glauben. Diese Rituale sind ja auch für jeden unterschiedlich wichtig. Also man spricht ja auch gerade an Weihnachten oder an den Festtagen immer von diesen U-Boot-Christen, die nur zu diesen Festtagen auftauchen und man spricht so wahnsinnig negativ über die und ich kann mich irgendwie damit nicht identifizieren, dass man das alles so schlecht findet. Weil ich finde, wenn die einmal kommen, dann haben sie doch zumindest noch ein Ritual, wo sie sich festhalten können. Genau, finde ich auch. Und wenn sie nur einmal im Jahr kommen, auch in die Kirche gehen und da etwas feiern und da etwas für sich mitnehmen oder da vielleicht eine Stimmung von Frieden oder Harmonie finden, die sie auch wieder mit in die eigene Familie, ins eigene Leben nehmen können, ist, glaube ich, da schon viel gewonnen. Also wir sollten nicht so sehr über sie schimpfen, dass sie nur einmal im Jahr kommen, sondern uns freuen, dass sie kommen, dass ihnen dieses christliche Ritual, was sie wahrscheinlich auch von Kindesbeinen an gelernt haben und deshalb auch weiter praktizieren und vollziehen, einfach wichtig ist und sie für sich da etwas finden, was ihnen auch wieder einen inneren Halt gibt. Was hast du denn noch so für einen Tipp für die Leute, die jetzt hier am 4. Adventssonntag noch total gestresst sind, sich denken, oh, und morgen muss ich einkaufen und morgen gehen 1000 Leute einkaufen. Wie kommen die vielleicht am 24. Dezember nochmal runter? Ich will als Tipp das mitgeben, was ich eben gesagt habe. So dieses vielleicht auch schauen können, dass auch etwas unvollendet sein darf. Dass ich nicht bis ins letzte Detail alles perfekt vorbereitet und geschafft haben muss. Und wenn etwas liegen bleibt, dann ist es auch gut. Dann ist es auch in Ordnung, wenn ich die eine Plätzchensorte nicht gebacken habe, dann habe ich vielleicht nur 3 Plätzchensorten statt 4 Plätzchensorten. Oder also, dass ich mir lieber nochmal die Zeit nehme, zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, mich vorzubereiten und zu besinnen und sagen, ja, der Stall war auch nicht perfekt, in dem Jesus geboren worden ist. Da war wahrscheinlich auch nichts aufgeräumt und bei Ochs und Esel. Also von daher, er kommt, das ist das Tolle an Weihnachten, dass wir Christen glauben, er kommt auch in meinen inneren Stall, also auch da, wo es vielleicht nicht so aufgeräumt ist, da, wo ich nicht so gern vielleicht auch hingucke, in meine inneren Ecken. Aber da kommt er hin und da wird er Mensch und da nimmt er mich so an, wie ich bin. Das ist ein sehr guter Tipp für so einen Perfektionisten wie mich. Jedenfalls wünschen wir Ihnen und euch gesegnete Weihnachtstage und bitte, bitte nicht stressen. Die wünsche ich Ihnen und euch auch. Frohe Weihnachtstage, den Frieden im Herzen und auch viel Freude über die Geburt Jesu Christi. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja, haben wir es geschafft? Genau.